Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Rentenpolitik. SPD-Vize Stegner plädiert in der Zeitung Die Welt dafür, Steuern für Reiche zu erhöhen, um das Rentenniveau auch nach 2025 stabil zu halten. Bundeskanzlerin Merkel hatte bereits gestern den SPD-Vorschlag, das Rentenniveau bis 2040 festzuschreiben, zurückgewiesen. Aufmärsche in Chemnitz beschäftigen Polizei und Politik. Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen hatten sich gestern Nachmittag hunderte Menschen an einer spontanen Demonstration beteiligt. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Zuvor war ein 35-Jähriger bei einem Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten ums Leben gekommen. Bundesgesundheitsminister Spahn will die Pflegeversicherungsbeiträge stärker anheben als bisher geplant. Der CDU-Politiker schlägt eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte vor. Zuvor war von 0,3 Punkten die Rede gewesen. Ziel sei eine Verbesserung der Pflege, so Spahn. Ermittler des UN-Menschenrechtsrats fordern Anklage gegen Militärchefs in Myanmar wegen Völkermord an Rohingya. In einem heute vorgelegten Bericht sprechen die Ermittler von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gebe Hinweise auf Tötung von Kindern, Versklavung und systematische Brandstiftung in Dörfern. Iran klagt gegen US-Sanktionen. Das Land will vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Aufhebung der von US-Präsident Trump angeordneten Strafmaßnahmen erreichen. Die USA waren im Mai aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatten härtere Sanktionen verhängt. Das Wetter. Heute stark bewölkt, an den Küsten Schauer und windig, Höchstwerte 15 bis 26 Grad.